Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Trier, Friedhöfe stehen zur Disposition. Wittlich, Masterplan für die Innenstadt. Nichtraucherschutz bleibt Thema. Sparzwänge machen auch vor Tabus nicht Halt. Die Pflege der 16 städtischen Friedhöfe verursacht trotz Gebühren jährlich ein Defizit von mehreren hunderttausend Euro. Die Stadt prüft deshalb die Schließung etlicher Begräbnisstätten. Die in einem Gutachten entwickelten Szenarien sind drastisch. 11 Stadtteilfriedhöfe könnten nach einer Variante in Trier geschlossen werden, um das Defizit in diesem Bereich auszugleichen. Nur Haupt-, West- und Südfriedhof sowie der Biewerer Friedhof und der Höhenfriedhof zwischen Irsch und Vilsch würden erhalten bleiben. Was mich und meine Fraktion an der jetzigen Diskussion stört, ist, dass sie primär von Seiten der wirtschaftlichen Standpunkte betrachtet wird und dass Fragen der Pietät und die Achtung vor dem Toten außen vor gelassen wird. Doch das Gutachten geht noch weiter. Variante 2 prüft, ob die Großstadt Trier auch lediglich mit einem einzigen statt 16 Friedhöfen zurechtkäme. Lediglich der zentral gelegene Hauptfriedhof in Trier-Nord würde nach diesem Szenario weiter bewirtschaftet. Einspareffekte bei der Pflege der Anlagen würden sich in jedem Fall erst in 25 Jahren ergeben. Solange würden die bestehenden Gräber nach einem Bestattungsstopp noch gepflegt werden, bevor sie aufgehoben und der Friedhof in eine Grünanlage verwandelt werden könnte. Was uns vor allem an der Schließung der Friedhöfe stört, ist, dass davon oft nur die älteren Menschen betroffen sind, die es gewohnt waren, täglich ihre Toten auf dem Friedhof zu besuchen, wenn sie gezwungen werden, in die Stadt zum Hauptfriedhof zu fahren, ist das doch mit großen Umständen verbunden, die wahrscheinlich nicht alle auf sich nehmen werden können. Ob die heikle und brisante Angelegenheit noch vor den Kommunalwahlen im nächsten Jahr entschieden wird, ist fraglich. Die Kurzmeldungen des Tages. Wittlich. Rund 60 Erzieherinnen haben sich am heutigen Mittwoch in Wittlich an Warnstreiks beteiligt und sind zum Teil anschließend nach Mainz zur Demonstration zur laufenden Tarifrunde gefahren. Die Beschäftigten aus 11 Kindertagesstätten trafen sich im Stadtteil Neuerburg. Geschlossen haben wegen des Warnstreiks heute die 4 städtischen Kitas in Wittlich und die Kita in Großlitgen. Ein Notdienst ist jeweils eingerichtet. Die Streikenden fordern 8% mehr Lohn. Ach, zu einem Flächenbrand rückten die Feuerwehren am Dienstag gegen 19.40 Uhr auf dem Kreuzerberg bei Aach aus. Eine an ein landwirtschaftliches Anwesen grenzende Wiese stand in Flammen. Betroffen waren rund 1.000 Quadratmeter. Die Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Nur wenige Minuten zuvor waren die Feuerwehren Nevel und Beslich zu einem ähnlichen Einsatz beim Haus auf dem Wehrborn bei Aach ausgerückt. Dort brannten ein Reisighaufen und eine Hecke. Die Feuerwehr geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Ein Masterplan für die Innenstadt soll in Wittlich nicht nur den Kommunalpolitikern einen Überblick verschaffen über mögliche zukünftige Entwicklungen der Bereiche Wohnen, Einkaufen und Verkehr. Auch Bürger wie Hauseigentümer, Architekten sowie Anwohner sollen an der Entwicklung eines städtebaulichen Leitbildes beteiligt werden. Vor mehr als einem Jahr hatten die Grünen im Stadtrat beklagt, dass in Wittlich ein Überblick über die künftige Entwicklung der Stadt fehlt. Vor dem Hintergrund bedeutender Einzelprojekte für die Kernstadt wie Einkaufszentrum am Schlossplatz, Rathausneubau in der Karstraße und die bald anstehende Verkehrsführung am zentralen Busbahnhof hatten die Grünen diese Übersicht eingefordert. Der Masterplan Innenstadt soll die Informationslücke schließen. Am Donnerstag ist Vorbereitungstag für den Masterplan Innenstadt. Eine Frankfurter Firma berät sich zunächst intern mit der Verwaltung. Dann ist eine Begehung geplant und zum Abschluss des Tages ein Gespräch mit Ausschussmitgliedern, Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden. Im April sollen dann die Bürger zu Wort kommen. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte muss der Stadtrat entscheiden, was zu tun sei, sagte der Pressesprecher der Stadtverwaltung Wittlich, Ulrich Jacobi. Bislang wurden als Kosten 8.500 Euro nur für eine Voruntersuchung investiert. Später soll entschieden werden, wie umfangreich die zu beauftragenden Arbeiten sein werden.
Das am vergangenen Freitag in Kraft getretene Nichtraucherschutzgesetz bleibt Thema. Während Gastwirte vor Gericht eine vorläufige Ausnahme für inhabergeführte Einraumgaststätten erwirkt haben, bleiben die Meinungen bei den Menschen geteilt. Unsere Reporter Marion Meyer, Manfred Reuter und Winfried Simon haben sich in der Region umgehört. Ich finde das Nichtrauchergesetz gut, weil wir endlich wieder mit Kindern in Restaurant oder im Lokal essen gehen können. Ja, ich halte von dem Nichtraucherschutzgesetz nicht allzu viel, weil es erstens mal ein eklatanter Eingriff in die Gewerbefreiheit eines Unternehmens ist, der nicht entscheiden kann, ob er eine Raucherkneipe oder ein Nichtraucherlokal führen will. Zum Zweiten halte ich es für eine Bevormundung des Bürgers, der unter Umständen selbst raucht. Und da ist es für meine Meinung eine Ausgrenzung des Rauchers. Ja, ich begrüße das neue Gesetz zum Nichtraucherschutz und ich bin also überzeugt, dass das in der Gastronomie auch gut akzeptiert und angenommen wird. Und ich bin also froh, Nichtraucherräume oder eine rauchfreie Gaststätte zu haben, in dem man in Ruhe essen und genießen kann. Ich persönlich bin selbst Raucher und mich stört einfach die Sache, wie der Gesetzgeber mit der allgemeinen Lage jetzt umgeht. Die Wirte sind sehr verunsichert und halt eben, es ist ein hartes Durcheinander eigentlich. Der Gesetzgeber sollte da doch klarere Fronten schaffen. Ja, also grundsätzlich Raucherschutz ist ein Thema, was ich für gut halte, weil ich der Meinung bin, dass Leute, die rauchen, sollen weiter ihre Zigarette rauchen, aber sollen andere dadurch nicht belästigen. Mir ist mittlerweile bekannt, dass in der Gastronomie durch das, dass man jetzt nicht mehr in Gaststätten rauchen darf, die Besucherzahl nicht weniger geworden ist. Menschen gewöhnen sich daran und werden auch das so einhalten, wie das Gesetz das vorschreibt. Ich denke, grundsätzlich ist die Sache im Moment, wird alles etwas sehr hochgepusht und man sollte die Sache einfach mal laufen lassen. Im Laufe der Zeit gewöhnen sich die Menschen daran. Der Nichtraucher, dass er nicht raucht und der Raucher, dass er raucht. Und das soll keinen Streit geben. Wir sollen miteinander leben und jeder soll das tun, was er für richtig hält. Also ich finde das Rauchen in Gaststätten angebracht. Stört mich auch nicht, wenn ich rausgehen muss nach dem Essen. Aber wenn ich ein Trinken gehe in eine Kneipe oder eine Bar, dann finde ich das Rauchen schon, würde ich es gern in der Kneipe machen und nicht rausgehen müssen, weil das verdirbt den Abend irgendwie. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Frauenhandball. Am Vormittag hat Frauenhandball-Bundesligist DJK Mietz Trier Ildiko Barner als neue Trainerin für die nächste Saison vorgestellt. Die 220-fache ungarische Nationalspielerin löst Michael Lukacin ab, dessen Vertrag bei den Mietzen nicht verlängert wird. Barner kommt von der HSG Bensheim-Auerbach. Den Süd-Zweitligisten hat die ehemalige Jugendnationaltrainerin seit Sommer 2006 betreut. Fußball. In einem Nachholspiel in der Fußball-Rheinland-Liga treffen heute Abend der SV Moorbach und der SV Dörbach aufeinander. Anstoß auf dem Hartplatz in Moorbach ist um 19 Uhr. Beide Teams werden aufgrund verletzter Spieler nicht in Bestbesetzung auflaufen können. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Erbeskopf. Vorboten des Frühlings erleben, individuelles Kunsthandwerk bestaunen, günstige Geschenke und Frühlingsblumen erwerben, sich inspirieren lassen und noch vieles mehr. All dies bietet der Frühlings- und Ostermarkt am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Er steht unter dem Motto, der Erbeskopf blüht auf und findet am Sonntag, den 24. Februar von 11 bis 18 Uhr statt. Wittlich. Malen als Hobby heißt die Ausstellung, die am Donnerstag, den 28. Februar um 18 Uhr im Kreishaus eröffnet wird. Zu sehen sind Öl- und Aquarellmalerei sowie Federzeichnungen des Künstlers Matthias Faas aus Wittlich-Lüxem. Naturalistische und impressionistische Landschaftsbilder, Stillleben, Blumen, Tiere und auch Porträts gehören zum Repertoire des Malers. Soweit die Nachrichten von Volksfreund TV. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie morgen in Ihrem trierischen Volksfreund. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis morgen.